Bemol, Hallo Kuhn! Buonasera, guten Abend miteinander. Es grüßt euch alle. Happy New Year mit unserer Lieblingsmusik Boogie Woogie Blues, Jazz, Swing. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserer Musik. Wir haben ein paar Eigenkompositionen mitgebracht, ein paar Klassiker. Das ist gerade You Are My Sunshine. Wir haben ein schönes Wetter gehabt. Und als nächstes Stück möchte ich eine Komposition machen von uns. Das ist der Date Blues. Wer von uns ist zum ersten Mal bei einem Konzert dabei, von so einem Trio? Niemand. Okay, das sind wir ein bisschen erleichtert. Dann müssen wir nicht die ganze Geschichte erzählen. Ihr wisst ja alle, 1928 hat der Pianist von Chicago zum ersten Mal einen Namen gegeben an einem Bluesstück. Und das war natürlich ein schneller Blues, dort hat es noch geheißen Fast Blues. Und zum ersten Stück hat, zum ersten Mal hat Clarence Smith hat den Namen Boogie Woogie in einem Stück gegeben, wo er auch den Tänzer gesagt hat, wie sie tanzen sollen. Wir möchten jetzt das unserem
ist unser Arrangement euch vorspielen vom Pint Up Boogie Woogie 1928. Der Pianist hat leider nie erfahren, dass der Name, den er hat, so bekannt wird. Also die ganz stille Richtung hat nachher den Namen übernommen, Boogie Woogie. Er ist leider verstorben nach 2 Monaten, nachdem er das Stück aufgenommen hat in einem Studio. Er ist in einer Bar, also aus Versehen, steht auf Wikipedia, abgeschossen worden. Ich weiss aber, dass es nicht aus Versehen war, aber niemand weiter sagen. Ja, er hat mit der falschen Dame getanzt. Der Freund ist gerade dabei gewesen, er hat die Pistole. Jetzt ist es wieder aktuell in Texas, da wir wieder mit der Pistole umeinander auch tanzen und so weiter. Aber da noch nicht geoffert, die haben keine Waffe dabei. Also, Point of Boogie Woogie. Es ist schön, dass ihr alle da seid heute Abend und dass wir unsere Stilllichtung euch vorstellen dürfen. Und mit einem Lächeln. Go ahead with a smile auf Englisch. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes, gutes Jahr. Let's Boogie Woogie! Thank you.
Dankeschön. Wir sind viel unterwegs, ein ganzes Jahr. Jetzt eben heute sind wir sehr weit gefahren, wir sind Nachbarkantone, wir sind aus dem Tessin. Wir gehört so an unserem Dialekt. Und wir sind wirklich im Tessin daheim. Meine Eltern haben dort eine Hochzeit, sie machen gerade unterbleiben. Sie haben kein Geld gehabt zum zurückgehen. Und nein, jetzt machen wir das Designerlied, jetzt machen wir weiter mit dem Blues. Wir haben einen ganz schönen Blues für euch parat gemacht. Der St. Louis Blues. Das ist der erste Blues, der auf Noten geschrieben worden ist. Also für die, die Klavier spielen von euch, habt ihr vielleicht mal schon auf Noten gesehen. Ich habe allerdings ohne Noten gelernt. Aber gehört, ich hoffe, ihr habt Spass daran. St. Louis Blues.
Dann ist es schon fertig. Danke für den Morgen. Stück Ellington, Stück. Bis vor 14 Jahren bin ich immer im Duo mit Schlagzeug unterwegs, weil ich auch mit der linken Hand viel Bass gemacht habe. Ich wache auf am Morgen und meine linke Hand ist schon am Klavier am Spielen. Ich bin noch gar noch nicht wach, sie spielt die ganze Zeit. Aber dann plötzlich ist er nur noch gekommen. Und er hat gesagt, ich möchte gerne mit dir ein bisschen auf die Tournee kommen. Und ich dachte, okay, machen wir mal das.
Da kann ich auch ein bisschen ruhiger machen mit der linken Hand und so. Und das ist gut. Wir machen jetzt nämlich ein Stück, wo er ein ganz schönes Solo hat. Er verschlägt kein Wort von dem, was ich jetzt rede. Er redet nur Italienisch.